Die gute Nachricht der Woche. Spionage durch US-Geheimdienste wird eingeschränkt. Die schlechte Nachricht, das gilt nur in den USA. Dabei versprechen das Kanzleramt und seine Chefin seit Jahren die Aufklärung und das Ende der Affäre auch hierzulande. Geliefert haben sie bislang nicht. Damit stellt die Spionageaffäre den Ruf in Frage, von dem die Bundeskanzlerin bislang lebte, vertrauenswürdig und verlässlich zu sein. Mathis Feldhoff berichtet. Es sind Mauern des Schweigens, die das Kanzleramt derzeit umgeben, Mauern eines schlechten Gewissens und letzte Bastion der Glaubwürdigkeit der Kanzlerin. Doch die Fassade bröckelt, das Vertrauen schwindet. Was wusste die Regierung Merkel über die Aktivitäten der NSA? Ich kann nur hier in der Öffentlichkeit sagen, dass jeder nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat. Fragen werden abgeblockt, mit Plattitüden beantwortet, als geheim gestempelt. Etwa die, nach der mehr vom No-Spy-Abkommen mit den USA, das einst Ex-Kanzleramtschef Pofalla versprach. Man muss zurückblicken, um zu verstehen. Sommer 2013, Angela Merkel will wiedergewählt werden. Der Spionageskandal, die Snowden-Enthüllungen stören da nur. Während Merkel durchs Land tourt, baut Ronald Pofalla zu Hause an der Schutzmauer. Eine, die heute fast zusammenfällt. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Merkels engster Vertrauter verbreitet, was sich später als falsch erweist. Eine Schutzbehauptung, um den Wahlkampf zu retten, scheint es heute. Die Kanzlerin selbst hatte kurz vorher die Erwartung formuliert, die Amerikaner müssten aufhören, in Deutschland zu spionieren. Das hätte sie besser wissen können. Auf deutschem Boden hat man sich an deutsches Recht zu halten. Bei uns in Deutschland und in Europa gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Merkels Berater für Außenpolitik Christoph Heusgen mailte damals fast täglich mit seiner Kollegin in Washington. Die Antworten, die er aus dem Weißen Haus bekam, waren eindeutig. Ein Antispionageabkommen wird es nicht geben. Und auch bei den Chefs der US-Geheimdienste nicht zu merken von Zurückhaltung oder gar Zusagen an Deutschland. Es ist wichtiger für unser Land, dass wir es verteidigen und dafür kritisiert werden, als ein Abhörprogramm aufzugeben, ohne dass wir angegriffen würden. 2 Jahre später muss Angela Merkel eingestehen, dass sie nichts erreicht hat. Die Amerikaner lauschen weiter, bedienen sich der Hilfe des BND, spionieren womöglich deutsche Firmen aus. Die deutsche Kanzlerin scheitert mit einer Selbstverständlichkeit, deutsches Recht auf deutschem Boden durchzusetzen. Das durchzusetzen mag vielleicht schwierig sein, vielleicht länger dauern, als man sich das wünscht, aber als Ziel, als politisches Ziel bleibt es für mich erhalten. Angela Merkel muss um ihre Reputation fürchten. Die Opposition und der noch Koalitionspartner SPD haben ihre verwundbarste Stelle entdeckt, das Vertrauen der Wähler, bisher ihr größtes Kapital. Noch scheint Merkels Truppe keine Antwort zu haben, stattdessen gebetsmühlenartig der Vortrag eines schlechten Gewissens. Wiederholt in x-facher Varianz. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen die Öffentlichkeit informiert. Wie überhaupt alles, was ich hier sage, sage ich nach bestem Wissen und Gewissen. Darüber hinaus beharre ich darauf, dass Sie mir deswegen vertrauen können, weil ich nach bestem Wissen und Gewissen stets hier die Öffentlichkeit und die Medien informiere. Einzig die Ignoranz der Menschen schützt sie bisher, damals und heute. Laut Umfragen interessieren sich 3/4 der Deutschen nicht für BND, NSA und Spionage. Darauf verlassen sollte sich Angela Merkel aber besser nicht. Live bei uns ist der Unionsfraktionsvorsitzende dazu. Guten Abend, Herr Kauder. Guten Abend. Herr Kauder, Sie haben es gerade eben gesehen, Vertreter des Kanzleramtes haben in der Spionageaffäre nicht die Wahrheit gesagt. Welche Konsequenzen muss das haben? Das kann ich nicht bestätigen. Es hat tatsächlich Verhandlungen gegeben über ein Abkommen mit den Amerikanern. Das hat sich über längere Zeit hingezogen. Aber dass da überhaupt nichts gegangen sei an Gesprächen, kann ich nicht bestätigen.
Der Eindruck, der erweckt wurde, war aber ganz eindeutig. Es wurde gesagt von Herrn Pofalla und anderen, millionenfaches Ausspähen gibt es nicht, die NSA-Affäre ist vorbei, wurde gesagt. Und die Amerikaner haben dieses Angebot gemacht. Das haben sie dann selber später nicht bestätigt, die Amerikaner. Nochmal ist da in der Öffentlichkeit bewusst ein falscher Eindruck erweckt worden. Auch das kann ich nicht bestätigen. Es ist bis zum heutigen Tage von massenhaftem, millionenfachen Ausspähen kann überhaupt nicht die Rede sein. Wir haben ein Problem, dass auf der einen Seite es sich um geheime Dinge handelt und deswegen nur in einem entsprechenden Gremium, entweder dem Untersuchungsausschuss oder im parlamentarischen Kontrollgremium darüber geredet werden kann, von denen, die dem verpflichtet sind, dass sie keine Straftat begehen, und die anderen behaupten munter Sachen, auf die dann nicht geantwortet werden kann. Ein bisschen sehr problematisch. Nun hat aber die Bundesregierung doch selber angeordnet, dass der BND die Zusammenarbeit mit den Amerikanern derzeit beschränkt. Das heißt, da muss doch im Kern was schiefgelaufen sein. Kann ja nicht sein, dass, wie Sie sagen, im Grunde genommen es keine Ausspähung gegeben hat. Ich habe nicht gesagt, dass es keine Ausspähung gegeben hat, sondern die Frage ist, was erstens der Hintergrund war, wenn beispielsweise Firmen kontrolliert werden, die Material liefern, damit Giftgas hergestellt werden kann, oder die mit dem Iran Geschäfte machen, obwohl das verboten war, kann das ja keine massenhafte Ausspähung sein. Ich kenne Details nicht, da ich dem Gremium nicht angehöre. Nun hat aber Frau Merkel, auch das Kanzleramt, haben seit Jahren versprochen, in dieser Affäre für Aufklärung zu sorgen. Jetzt sagen Sie selber, dass Sie wissen da auch nichts Näheres. Warum ist diese Aufklärung nicht geleistet worden, auch für die Öffentlichkeit nachvollziehbar geleistet worden? Ja, also die Aufklärung läuft ja. Wir haben mehrfach Sitzungen des parlamentarischen Kontrollgremiums gehabt. Nach der letzten Sitzung haben Mitglieder des Gremiums, unter anderem Kollegen von der SPD, erklärt, man könne nach dieser Sitzung nicht mehr mit gutem Gewissen Rücktrittsforderungen erheben. Es gibt einen Untersuchungsausschuss. Da muss man auch ein wenig Geduld haben. Und die Dinge müssen jetzt aufgearbeitet werden und dann werden sie bewertet. Wo Sie gerade die SPD-Kollegen, wie Sie sagen, als Kronzeugen zitieren, die SPD fordert jetzt die Veröffentlichung der NSA-Suchbegriffe, selbst gegen den möglichen Widerstand der Amerikaner. Wenn Ihnen an Aufklärung gelegen ist, gehen Sie da doch mit, oder? Ja, aber zunächst einmal ist auch klar, dass wir uns an Vereinbarungen und an Recht halten müssen. Es wurde nach dem Anschlag auf die Twin Towers in New York, gab es eine Vereinbarung, damals noch vom Kanzleramtschef Frank-Walter Steinmeier, das dann fortgeführt wurde. Und jetzt muss mit den Amerikanern darüber gesprochen werden, was kann veröffentlicht werden und was nicht. Diese Konsultationen, diese Besprechungen finden gerade statt. Und dann muss die Bundesregierung entscheiden. Und zwar die Bundesregierung, deren Teil auch Herr Gabriel und Herr Steinmeier sind. Aber dass die Amerikaner sich da in die Karten blicken lassen, ist ja nicht wirklich zu erwarten. Wären Sie bereit, wie es die SPD fordert, auch gegen deren Widerstand diese NSA-Suchbegriffe zu veröffentlichen? Darauf kann man nicht eine pauschale Antwort geben, sondern es muss ja zunächst einmal geprüft werden. Das findet gerade statt, was völkerrechtlich zulässig ist und was nicht. Und dann kommt noch eine politische Bewertung. Ja. Und da kann ich nur sagen, in einer globalisierten Welt, wo der Terror globalisiert unterwegs ist, kann nicht ein Land allein die Sicherheit gewährleisten. Und ich kann nur sagen, wir haben allen Grund, mit Amerikanern zusammenzuarbeiten, weil nur so die Sicherheit in unserem Land gewährleistet wird. Letzte Frage noch kurz. Die SPD macht aber weiter Druck Richtung Kanzleramt, auch Richtung Bundeskanzlerin. Ganz deutlich auch an diesem Wochenende. Wann ist denn der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, so geht's nicht mehr? Mit denen nicht? Wir haben dem Land versprochen, eine gute Regierung zu stellen. Das machen wir auch. Wir kommen mit unserer Arbeit voran. Und das ist jetzt sicher eine Belastung in der Koalition, keine Frage. Vor allem, wenn ich die schrillen Töne aus der SPD-Parteizentrale höre. So geht man nicht miteinander um in einer Koalition. Aber bitte, so ist halt, Erfolg hat es in Bremen beispielsweise nicht gebracht. Und ist dann der Spitzenkandidat zurückgetreten. Ich glaube, wir müssen ganz ruhig und objektiv an die Sache rangehen. Wir haben dafür Gremien. Die Bundesregierung spricht jetzt mit den Amerikanern und dann bewerten wir. Herr Kauder, schönen Dank für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.